In diesem Video zeige ich euch 20 echt praktische iPhone-Tricks, die ihr täglich nutzen werdet. Viel Spaß! Legen wir gleich los mit dem ersten Trick, und zwar für Safari. Wenn ihr eine Webseite geöffnet habt, dann könnt ihr diese ganz leicht nach bestimmten Wörtern durchsuchen. Tippt dazu einfach hier unten auf den Teilen-Button, scrollt etwas nach oben und wählt dann hier auf der Seite Suchen aus. Gebt jetzt hier in das Suchfeld das gewünschte Suchwort ein und dann seht ihr schon, werden hier oben die gefundenen Treffer gelb hinterlegt. Und hier unten könnt ihr auch sehen, wie viele insgesamt gefunden wurden. Und mit den Pfeilen könnt ihr jetzt durch die verschiedenen Ergebnisse durchblättern und könnt so hoch bzw. runter scrollen und euch eben durch die Ergebnisse blättern und euch alle gefundenen Ergebnisse zu diesem Suchwort anzeigen lassen. Alternativ könnt ihr auch einfach hier oben in die Adresszeile tippen und dann hier das Suchwort eingeben. Allerdings solltet ihr dann nicht hier auf Öffnen tippen, sondern je nachdem etwas nach unten scrollen. Dann seht ihr hier unten schon den Eintrag auf dieser Seite und dahinter in Klammern, wie viele Treffer gefunden wurden. Und wenn ihr jetzt hier auf das Ergebnis tippt, dann kommt ihr wieder zu der gleichen Ansicht wie oben, wie vorhin, und könnt hier durch die Ergebnisse einfach wieder durchblättern. Ihr kennt das sicherlich auch, dass man schnell sehr viele Apps auf dem Homescreen ansammelt, und wenn dann eine App nicht direkt auf dem ersten Startbildschirm liegt, dauert es oft etwas, bis man sie gefunden hat, wenn man sie starten will. Abhilfe schafft da die sogenannte Spotlight-Suche. Ihr könnt diese aufrufen, indem ihr einfach an einer beliebigen Stelle auf dem Screen nach unten wischt. Das geht übrigens auf jedem der Homescreens. Einfach nach unten wischen und ihr könnt in diese Spotlight-Suche kommen. Ihr seht, ihr seid auch direkt im Suchfeld und könnt sofort anfangen, den Namen der App zu tippen. Und meist reichen schon ein, zwei Buchstaben und ihr könnt einfach hier auf das Ergebnis drücken und die jeweilige App wird sofort geöffnet. Noch praktischer wird die Spotlight-Suche, wenn ihr die integrierten Siri-Vorschläge aktiviert. Das könnt ihr in den Einstellungen machen und dann dort unter dem Menüpunkt Siri und Suchen. Und dann hier unter Siri-Vorschläge müsst ihr beim Suchen einschalten. Denn wenn ihr jetzt die Spotlight-Suche aufruft und ohne, dass ihr etwas eingebt, dann habt ihr hier oben schon diese Siri-Vorschläge. Es kann sein, dass die bei euch vielleicht auch so eingeklappt sind, dass ihr nur 4 seht. Wenn ihr aber hier auf mehr tippt, dann seht ihr wirklich 8 Apps. Und das Gute ist, dass diese Vorschläge immer automatisch und dynamisch die von euch zuletzt am häufigsten genutzten Apps enthalten. Das heißt, wenn ihr jetzt hier irgendwo eine App sucht und die ihr häufiger öffnet und hier nach unten wischt, dann habt ihr eine große Chance, dass die zuletzt genutzten Apps hier schon dabei sind, und dann könnt ihr diese mit einem einfachen Tipp auch ebenfalls ganz schnell über die Spotlight-Suche öffnen. Ich selber nutze die Spotlight-Suche auch ständig den ganzen Tag, da man so echt schnell Zugriff auf alle Apps bekommt. Das Kontrollzentrum, welches ihr bei neueren Modellen durch Wischen von oben rechts aufrufen könnt und bei älteren Modellen durch Wischen von unten nach oben, das erlaubt euch schnellen Zugriff auf viele praktische Funktionen. Wusstet ihr aber, dass ihr zum Großteil selber bestimmen könnt, welche Funktionen und Icons hier angezeigt werden sollen? Geht dazu in die Einstellungen und dann auf den Menüpunkt Kontrollzentrum und hier auf den Menüpunkt Steuerelemente anpassen. Jetzt könnt ihr bereits vorhandene Funktionen und Icons, die ihr nicht nutzt, ganz einfach entfernen, indem ihr hier auf das kleine rote Minus tippt und dann das Ganze mit Entfernen bestätigt. Und hier unten findet ihr weitere Steuerelemente, die ihr dann durch ganz einfaches Tippen auf das Pluszeichen hinzufügen könnt. Und so könnt ihr euch euer Kontrollzentrum viel individueller nach euren Bedürfnissen anpassen und erhaltet so schnellen Zugriff auf Funktionen, die ihr regelmäßig mehrmals am Tag benutzt. Wenn ihr viele Bilder über iMessage verschickt und das häufig auch von unterwegs, dann kann das schon ganz schön euer Datenvolumen belasten. Ihr könnt daher einstellen, dass Bilder immer automatisch in niedriger Qualität verschickt werden sollen. Geht dazu in die Einstellungen, scrollt nach unten, bis ihr zu dem Menüpunkt Nachrichten kommt. Und wenn ihr hier ganz nach unten scrollt, dann findet ihr wiederum die Option Bildmodus niedrige Qualität, die ihr aktivieren müsst. Und wenn ihr jetzt in iMessage ein Foto verschickt, dann wird dies automatisch in niedrigerer Qualität verschickt und ihr könnt so Datenvolumen sparen. Und da die Fotoaufnahmen des iPhones ja sowieso eine sehr, sehr gute Qualität haben, ist selbst bei dieser aktivierten Option das Ergebnis, welches verschickt wird, immer noch von sehr guter Qualität, also völlig ausreichend. Aber ihr könnt eben euer Datenvolumen schonen, da es nicht in der höchsten Auflösung verschickt wird. Beachtet aber, dass dies nur für gesendete und nicht für empfangene Bilder gilt.
Wir alle kennen das, wenn man irgendwo zu Besuch ist oder selber Besuch empfängt, muss natürlich als allererstes das WLAN-Passwort ausgetauscht werden. Da viele ihr WLAN-Passwort aber nicht auswendig kennen, gibt es eine tolle Funktion, mit der ihr das Passwort direkt an ein anderes iPhone übermitteln könnt. Voraussetzung ist, dass beide iPhones Bluetooth aktiviert haben. Das könnt ihr in den Einstellungen und dort unter Bluetooth kontrollieren. Da müsst ihr hier den Schalter einstellen. Auf dem iPhone, welches das WLAN-Passwort empfangen soll, müsst ihr einfach in den Einstellungen auf WLAN gehen und dann das entsprechende WLAN-Netzwerk einmal antippen, dass ihr hier zu dieser Passworteingabeaufforderung kommt. Jetzt müsst ihr einfach kurz das andere iPhone nehmen, wo das WLAN-Passwort bereits drauf gespeichert ist, und einmal kurz entsperren. Und dann erscheint automatisch hier diese Aufforderung WLAN-Passwort teilen. Und sobald ich hier auf Passwort teilen tippe, seht ihr, dass das hier rüber übermittelt wird und sich das andere iPhone automatisch mit diesem WLAN-Passwort verbindet. Weiterer Vorteil ist, dass das Passwort, wie ihr gesehen habt, unsichtbar übermittelt wird und ihr es dem Gegenüber so nicht zwangsläufig verraten müsst. Häufig wechselt man zwischen mehreren Apps schnell hin und her und da kann der Weg über diesen App-Switcher hier schon mal etwas mühselig sein. Schneller geht das Ganze bei den neueren iPhone-Modellen, welche noch keinen Home-Button haben, denn da könnt ihr ganz schnell zwischen den zuletzt genutzten Apps hin und her wischen. Das müsst ihr einfach machen, indem ihr hier unten auch vom Homescreen aus wischt über diese Tab-Bar, die ihr hier dann seht, und so könnt ihr euch nach links durchblättern zu den zuletzt geöffneten Apps. Ihr könnt genauso auch wieder nach rechts wischen, um zu einer anderen App nach rechts zu wischen, und ihr müsst beachten, wenn ihr jetzt eine App länger geöffnet habt und dann mit dieser zum Beispiel interagiert, dass diese jetzt nach ganz rechts an die letzte Stelle springt, weil das quasi die App war, die ihr zuletzt genutzt habt. Aber wenn ihr jetzt wieder nach links wischt, könnt ihr dann halt eben auch wieder zurück zu den anderen Apps blättern und könnt so ganz einfach zwischen diesen Apps wechseln. Diese Funktion kann man auch gut benutzen, wenn man nur mal eben kurz eine Info gucken will in einer anderen App, weil man die zum Beispiel in der aktuellen App eintippen muss. Dann könnt ihr hier so leicht wischen, nur bis zur Hälfte zum Beispiel, und könntet dann hier zum Beispiel eine Info nachlesen, zum Beispiel ein Passwort, was ihr abtippen wollt oder ähnliches, und dann in dieser App direkt eingeben. Also mit diesem App-Wischen hier könnt ihr relativ schnell zwischen den zuletzt genutzten Apps hin und her wechseln. Wenn ihr euch auf dem iPhone zum Beispiel bei einer Nachricht einmal vertippt und ihr den Text gerne wieder löschen wollt oder ihr aus Versehen eine E-Mail gelöscht habt, dann könnt ihr das Ganze rückgängig machen, indem ihr euer iPhone einfach nehmt und schüttelt, und dann erscheint hier diese Meldung und die zuletzt ausgeführte Aktion könnt ihr ganz einfach widerrufen und schwupps ist die gelöschte E-Mail wieder da. Diese Funktion müsst ihr in den Einstellungen einmal aktivieren. Geht dafür in die Bedienungshilfen und dort auf dem Menüpunkt Tippen. Und dann findet ihr hier die Funktion zum Widerrufen schütteln, welche ihr aktivieren müsst. Wenn euch dann an den verschiedensten Stellen ein Fehler unterlaufen ist oder ihr eine Aktion ausgeführt habt, die ihr gerne rückgängig machen wollt, dann probiert einfach aus, euer iPhone zu schütteln, und ihr werdet sehen, dass ihr so die zuletzt ausgeführte Aktion ganz einfach wieder rückgängig machen könnt. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch die Eingabe widerrufen. Probiert das einfach mal aus, das ist eine echt nützliche Funktion, die ihr mehrfach bestimmt im Alltag einsetzen könnt. Ihr könnt Dokumente direkt mit eurem iPhone einscannen. Startet dazu die Notizen-App und legt eine neue Notiz an. Und dann müsst ihr hier einmal auf dieses Plus-Symbol tippen, um diese Leiste einzublenden, und dann hier auf die Kamera gehen. Jetzt könnt ihr sagen, ihr möchtet ein Dokument scannen. Und jetzt müsst ihr einfach ein Dokument positionieren. Ich nehme jetzt mal hier kurz als Beispiel unser aktuelles Magazin. Tippe auf Foto machen. Jetzt habe ich das Dokument quasi eingescannt und jetzt kann ich hier dann noch sagen, ich möchte den Scan behalten oder ich möchte ein neues machen. Ich kann hier dann den Bereich auswählen, dass ich dann zum Beispiel den Tisch im Hintergrund ausschneiden würde. Ich sage jetzt mal einfach, das hier wäre jetzt zum Beispiel ein DIN A4 Blatt, dann sage ich Scan behalten. Ich hätte vorher auch noch hier oben übrigens auswählen können, ob ich in Schwarz-Weiß, Graustufen, Farbe oder gar ein Foto einscannen möchte. Ihr seht jetzt hier unten ist mein Scan von gerade. Jetzt kann ich einfach den nächsten Scan ausführen und würde die Dokumente dann zusammenscannen. Oder ich tippe auf Sichern und jetzt wird dieser Scan in die Notiz eingefügt. Das gescannte Dokument ist jetzt in der jeweils aktiven Notiz enthalten. Ihr könnt das gescannte Dokument aber auch teilen, indem ihr es einmal antippt und dann hier auf den Teilen-Button geht. Und jetzt könntet ihr hier das Ganze zum Beispiel auch in der Dateien-App als PDF sichern oder ihr könntet es jetzt auch einfach per Mail oder Nachricht an jemand anderen verschicken. Ihr könnt ein gescanntes Dokument auch übrigens direkt auf eurem iPhone unterschreiben. Dafür müsst ihr das gescannte Dokument in der Notiz antippen, dann oben rechts erneut auf den Teilen-Button gehen und dann hier auf den Menüpunkt Markierung.
Jetzt könnt ihr hier unten rechts über das Plus auf Unterschrift gehen. Könnt jetzt hier eine bestehende Unterschrift auswählen, die ihr in der Vergangenheit schon mal benutzt habt. Oder ihr könnt hier einfach eine neue Unterschrift hinzufügen, indem ihr auf das Plus tippt. Jetzt könnt ihr hier eure neue iPhone Tricks Unterschrift eingeben, tippt auf Fertig. Dann könntet ihr die jetzt hier frei auf dem Dokument positionieren. Ihr könnt sie auch hier kleiner, größer ziehen und könnt so ein Dokument unterschreiben, bevor ihr es dann zum Beispiel per E-Mail versendet. Gescannte Dokumente sind wie gesagt nur in der jeweiligen Notiz enthalten. Ihr könnt aber auch einstellen, dass das Dokument danach automatisch in eurer Fotos-Bibliothek gespeichert wird. Dafür müsst ihr in den Einstellungen auf die Notizen gehen und dann nach unten scrollen und dann hier den Menüpunkt in Fotos sichern aktivieren. Und dann werden automatisch alle gescannten Dokumente auch hier in der Fotos-App gespeichert. Ihr seht, hier ist das Dokument, was ich eben gescannt habe. Wenn ihr also im Alltag etwas scannen müsst, dann könnt ihr euer iPhone dafür benutzen. Ihr braucht keinen externen Scanner oder auch keine Drittanbieter-App. Ihr müsst einfach nur eine Notiz anlegen und dann den Scan auswählen. Ihr könnt das Ganze übrigens auch mit der Funktion von vorhin, die ich euch gezeigt habe, über das Kontrollzentrum viel schneller aufrufen. Wenn ihr euch hier den Notizen-Button hinzufügt, dann da drauf drückt und gedrückt haltet, dann könnt ihr hier sofort ein Dokument scannen. Das heißt, das geht viel schneller. Einfach hier das Kontrollzentrum drücken und schon könnt ihr mit eurem iPhone scannen. Ihr könnt euer iPhone im Alltag auch als Lupe einsetzen. Dies müsst ihr aber zunächst in den Einstellungen aktivieren, öffnet dazu die Einstellungen und geht dann hier auf den Menüpunkt Bedienungshilfen und dann findet ihr hier oben schon die Option Lupe. Wenn ihr diese einschaltet, könnt ihr hier zusätzlich noch auswählen, dass die Belichtung innerhalb der Lupe automatisch angepasst werden soll. Und jetzt könnt ihr durch dreimaliges Tippen auf die Einschalttaste 1, 2, 3 die Lupenfunktion starten. Und ihr seht, ich kann jetzt hier ganz nah heranzoomen, kann auch ganz weit wegzoomen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel was lesen wollt, etwas Kleineres, ich nehme jetzt mal hier zum Beispiel hinten auf der Box von diesem iPhone, dann kann ich die hier hinlegen und kann jetzt hier über die Lupe das wunderbar lesen. Ihr seht, ich kann das jetzt noch mehr vergrößern, kann auch wieder rausgehen. Und so kann ich im Alltag kleine Texte ganz einfach viel besser lesen oder wenn ich irgendwas anschauen möchte, kann ich hier diese Lupenfunktion ganz schnell und einfach direkt über die Einschalttaste aufrufen und im Alltag benutzen. Wir sind mit einem Safari-Tipp in dieses Video gestartet und daher beenden wir es jetzt auch einfach mit einem Safari-Tipp. Denn wenn ihr seine Seite geöffnet habt, die relativ lang ist, dann kann das mit dem Scrollen schon mal recht mühsam werden. Das könnt ihr dann aber viel einfacher machen, indem ihr einmal kurz wischt, damit hier rechts dieser Scrollbalken erscheint. Dann könnt ihr diesen Scrollbalken aber antippen und gedrückt halten und dann könnt ihr hier einfach durchziehen nach oben und unten viel schneller auch durch eine lange Seite scrollen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier mal ganz unten angekommen seid und ihr wollt wieder nach oben springen, müsst ihr das nicht durch Scrollen machen, sondern ihr könnt einfach zweimal auf die Uhr tippen und schon springt ihr wieder direkt zum Anfang dieser Seite. Das funktioniert übrigens nicht nur in Safari, sondern auch in anderen Apps, wo ihr scrollen könnt, zum Beispiel in der Fotos-App. Wenn ihr hier den Scrollbalken ebenfalls antippt und gedrückt haltet, dann könnt ihr hier viel schneller durch eure Fotos blättern. Probiert das einfach mal in allen Apps aus, wo ein Scrollbalken erscheint, da das wirklich viel bequemer und viel schneller geht. Das war jetzt der erste Teil mit 10 iPhone-Tricks, die wir selber mehrfach täglich im Alltag benutzen. Wenn euch die Tricks ebenfalls gefallen haben, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert am besten kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr den zweiten Teil und andere Videos von uns nicht verpasst. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.